alle Gothic Odyssey Fans und sowieso Zuschauer und Zuschauerinnen. Auch, dass ich wieder jetzt nach 4 Tagen wieder mal schöne Einträge bekommen habe zu den jeweiligen Videos. Das finde ich gut, das gibt einen Daumen und von meiner Seite. Und jetzt ist es so, ich hatte ja in der letzten Folge, habe ich ja nach Skip gesucht. Ne? Also wenn man das jetzt hier ganz genau liest, ne, manchmal überfliegt man das und dann schalten die Neuronen nicht richtig. Skip begleitet mich zurück ins Piratencamp. Den einzigen Weg, den wir nehmen können, ist ja bla. Die uns zum Teleport in den Canyon teleportiert, steht da. Skip hat sich bereits zum Canyon teleportiert. Ich folge ihm und dann geht es weiter zum Piratenlager. Da liegt nämlich der Hase im Pfeffer begraben, nicht wahr? So, und dann gucken wir doch mal. Dann müsste er sozusagen quasi hier unten irgendwo im Canyon da rumschwurbeln. Da bin ich mal gespannt. Nee. Dann eventuell. Na, ich bin zu weit, glaube ich, ne? Dann eventuell oben da, wo der Teleporter ist, ne? Also, das kann ich mir vorstellen, dass er da eventuell, da steht jemand, da ist. Das kann nur Skippy Boy sein. Skippy Boy. Komm mit. Es wäre gewagt. Wohin will er denn mit mir mitkommen? Komm mit. Ihr mit? Wollen wir hiermit? Geht das? Ich probiere es mal aus. Aber vorher speichere ich. So, dann gehe ich mal rückwärts rein. Ne, ist nicht mitgekommen. Mhm, gut. Okay. Das heißt also quasi, können wir ihn wieder hier lassen. So, Heiltrank geben. Ach, er kommt trotzdem noch mit. Und dann geht's zum Piratenlager. Ich wollte ja eigentlich wieder zurück zu diesem, da wo ich vorher war, da habe ich den Namen wieder vergessen, da wo ich vorher war, weil ich habe nämlich noch eine Truhe und eine Tür vergessen. Aber erstmal gucken. Also, Skip mitnehmen zum Piratenlager. Das werden wir dann mal laut Logbuch mal machen, wenn Skip nicht die ganze Zeit hier irgendwo rumtrödelt. Hä? Na, da ist er. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja, ich bin noch zu schnell für ihn. Es gibt jetzt keinen D-Zug mehr. Hab's damals noch gar nicht. Mach hin. Ja, ich hab's ja eben erwähnt, Kommentare. Und zwar in Bezug auf die Ringe und der Amulette mit den 3 Brüdern aus der Kaste. Da habe ich auch wieder von Taris und Invino Veritas, sorry, dass ich mich wieder ein bisschen verplappert habe, die Tipps gekriegt, dass ich jeweils, ich will das jetzt mal nachgucken, 2 Ringe und ein Amulett mit verbinde. Nicht wahr? So, mal gucken, ob irgendwer anspricht, so von wegen, hey, Skip ist wieder da. Lass mich in Ruhe. Ja, okay, dann nicht. So, wir sind noch im Freeze-Modus. So, jetzt geht's weiter. Ich muss erstmal Skip hier ins Piratenlager bringen. Ich glaube, das wäre wohl angebracht. Aber zu wen? Oder wohin? So, da ja. Wären wir. Ich werde gleich mal Greg Bescheid sagen. Ja, sicher auch so. So, Skip, was hast du noch zu sagen? Wäre nur gewagt. Gut, dann sagen wir mal Greggy Bescheid. So ist denn der weg? Wo war, warum ist der jetzt weg? Das ist dann wahrscheinlich noch am Pennen. Dann kann ich ja nachher rüber in das Banditending da gehen. Du hast ja. Achso, ich habe hier nichts zu suchen. Du bist ja, dann gar komm nicht her. So dumm, wie du aussiehst. Ja, okay. Aber trotzdem möchte ich. Oh. Schnell hintereinander klicken. So, ich habe Skip gefunden. Tatsächlich? Wo ist er? Hier, ich habe ihn so gleich mitgebracht. Mann, wo habe ich nur meine Augen gehabt? Da steht er ja. Das hast du wirklich gut gemacht, mein Junge. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich schon. Indem du mir meine Belohnung gibst und mich auf dein Schiff lässt. Aha. Da glaube ich, kommst du deine Belohnung. Hier, 300 Goldstücke. Und auf das Schiff, da sitzt natürlich auch. Sag's, gib einfach, dass er dich rübersetzen soll. Aha. Na, da haben wir ja schon mal wieder ein bisschen. Du hast ja nichts zu suchen.
Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, das wissen wir. So, und Skip soll ja hier direkt neben mir gestanden haben. Gut, okay, ist alles gut. Aber wo ist denn Skip jetzt überhaupt? Um mal zu gucken. Rübersetzen. Kann das sein, dass er... Und dass das Schiff zum Übersetzen ist? Nee, das liegt ein bisschen mehr am Strand. Bin am Über... Da ist Skippy Boy. So, und dann sagt er mir so von wegen, bring mich zum Schiff, bla 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 bla. Ich speichere aber erstmal ab. Nee, also, ich gehe wieder rüber zu diesem Banditen-Punkt da, wo wir Skip gefunden haben, weil da muss ich noch ein bisschen was auflesen. Ich werde das mal überspringen, weil es geht erstmal hier rein. Dann, na, wo war es denn? Canyon? Im Tal? Nein. Irgendwas mit zum Sumpf? Nein, auch nicht. Zum Banditenlager? Da war es. Richtig, hier müssen wir hin. Da war ich nämlich noch nicht hier drin. Und ich habe noch, was habe ich gesagt, eine Tür vergessen. Was war die, wo war die Tür? Die war weiter unten. Die Tür und eine Truhe hätte ich vergessen. Das war die mit der Animationsfehlerchen. Und irgendeine Truhe habe ich vergessen. Muss ich mal gucken, ob das die hier war. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dann war die das wohl nicht. So, war das hier mit der Tür? Nee, die war nämlich hier, da war so ein Löchlein. Ich habe nämlich nochmal kurz meine letzte Folge, mal gucken, Manila, ja, genau richtig. Meine letzte Folge noch angeguckt und auch geschrieben. Die Tür hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja. Aber dafür Hinweis, Kneipe, Banditenlager. Das ist mir beim letzten Mal überhaupt nicht aufgefallen. Hinweis, Kneipe, Banditenlager. Mal gucken, ob das hier in den oberen Gefilden ist. Hinweis, Hütte im Sumpf. Den haben wir. Hinweis, Kneipe, Banditenlager. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey Leute, Lou ist im Sumpf verschwunden. Wahrscheinlich wurde er von den Haien gefressen. Viel schlimmer ist, mit ihm ist auch der Tür zum ist auch der Türschlüssel verschwunden. Also, wer ihn findet, kann Lou's Kram behalten. Snap, der Koch. In den Sumpf, mit den Haien, die habe ich, glaube ich, gar nicht alle weggeballert, ne? Hier, dann geht's mal weiter da oben hoch. Also, wo ich noch nicht war. Ich habe auch gar nicht, Moment mal. Bin auch der Meinung, ich habe noch gar nicht richtig untersucht. Das habe ich denn jetzt im Auge? Nein. Ich habe noch gar nicht richtig untersucht, ob ich hier alles durch hatte. Ich muss mal eben kurz sinieren. Nein, da ist nichts mehr weiteres drin. Dann gehen wir mal. Hier waren die drei Truhen. Und war hier noch eine drin? Na. Jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Hier ist keine mehr. Ja, das sieht so mehr... Das ist mehr Banditen-Style, finde ich. Ah, da ist eine Truhe. Oh, hier gibt es Sachen. Fisch, Käse, Brot, Käse. Eine Wurst. Eine Milch. Lecker Extrakt. Brot. Apfel. Schinken, ein belegtes Brot mit Schinken und eine Truhe. Oh Leute, aha, kurz mal wieder hier ein bisschen was schreiben. Also auf jeden Fall ist das. Aha. Shit. Hatte ich ihn gehabt. Und wieder so eine lange Kombo. Aha. Na, endlich. Oh, es gibt auch ordentlich was zu sammeln. Schön. Perfekt. Ja, sorry. Hat ein bisschen länger gedauert. Okay, auf jeden Fall haben wir eine schöne Truhe. Und hier ist bestimmt noch ein Lederbeutel mit Blitz.
Ach, da hinten ist noch ein Rock. Rum. Oh, rum, ne? Also schön ein paar Verpflegungsklamotten. Dann ist das wohl die Tür, die wir eben nicht aufkriegten, die Tür zur Kneipe. So, apropos, gibt's das irgendwie als... Nee, gibt es nicht. Ich wollte mich gucken, ob das als Quest ist, das mit dem Hinweis. Eine Mine. Eine Goldmine. Eine goldige Goldmine. Ich muss mal sagen, das werde ich dann alles im Off machen. Aber erstmal gucken, wo es denn hier in den Seitenstollen noch weitergeht. Ob es da eventuell Peoples gibt, die wo da so auf mich lauern könnten. Wieder eine Truhe. Wieder mit in Kombination. Okay. Mhm. Aha. 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 Ja. Ja, okay. Ging auch ganz gut. Was Besonderes. Oh, nice, sind Pfeil und Gold. Okay, haben wir das auch. Dann können wir mal speichern und weitermachen. Ach ja, ich sehe gerade aus dem Augenwinkel, da gibt es Rollertjes. Die sind eigentlich gar nicht so schwer, meine ich, zu begreifen. Ja, ja, ja. Jede Menge Gold. Gold. Goldklumpen. Minecrawler Forrier. Kaputt. Minecrawler. Minecrawler. Und noch ein Minecrawler Forrier. Und Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Alter. Ach, die sind schon kaputt. Bewegt sie nur noch so ein bisschen mit Nachzuckung. Jetzt bist du nicht mehr mein Warrior Crawler. Ah, dieses. So mag ich das. Wenn ich ganz schnell Kombos machen kann. Ja, was heißt Kombos? Aber kurze Schritte. Kurze Schnitte, meine ich. Blauflieder, Blitz, sehr schön. Ich räume mal hier eben auf und dann melde ich mich in den anderen Seitenstollen wieder, nachdem ich hier das alles, weil das sieht hier nach Sackgasse aus, nachdem ich das dann alles hier gelootet, Goldklumpen, ja, gelootet habe und die Warrior Minecrawler und die Minecrawler Warrior und die Minecrawler und die Goldklumpen geschürft habe. Also bis nachher. Ja, jetzt stehen wir vorm Dilemma. Wir kommen da oben nicht ran. Genauso wie bei den anderen Goldklumpen, die irgendwo da hinten oben an der am Felsen da rumkleben. Ja, okay. Die ganzen Peoples habe ich hier gelootet, bis auf die Feuerwurzel. Ein paar Tränke gab es, Trank der Geschwindigkeit. Und hier gibt es noch ein paar Pilzchen. Ja, dann wird es das wohl erstmal hier in diesem Seitenneben Höhlchen gewesen sein. Bin ich hier eigentlich? Hab ich denn... Ach, da oben rechts. Okay. Ja. Ich guck mal weiter. Ja, ja. Ach, wieder. Ich wieder. Okay, Goldklumpen. Einfach mal ist... sind sehr viele Goldklumpen zu ernten, das weiß ich, aber das überspringe ich jetzt wieder. Jo, dann sehe ich gerade, hier haben wir auch wieder mal, naja, Goldschmiedearbeiten lassen sich hier nicht machen, aber bestimmt irgendwas schmieden. Ja gut, okay. Alles klar, jetzt habe ich einen heißen Rohstahl geschmiedet. Mache ich mit dem Amboss eine gewöhnliche Waffe. Habe ich noch gar nicht gemacht. Erzwaffen schmieden, Pfeilspitzen schmieden, Banditenaxt schmieden. Lässt sich ja viel machen. Ich habe nämlich lange nicht mehr geschmiedet. Was ist denn hier? Ach, ein Schwert. Also ist, kann man hier nur Stahl schmieden. Ich dachte, man könnte Goldschwerter schmieden. Nein, ist hier nicht. So, wo geht's denn hier weiter? Fleischwanzen. Aber hier ist noch ein Raum, den wir eben noch mal kurz, ne? Ihr wisst. Ah, sehr schön.
ohne Animation geht's schneller, ne? Kann passieren. Das ist aber nicht so schlimm. So. Gibt's nichts mehr. Wo geht's denn hier noch weiter? Fleischwanzen. Da gibt's noch jede Menge Fleischwanzen. Und wieso ist hier nichts drin? Also die... Manchmal gibt es auch leere Räume. Also wirklich leere Räume. So, die Fleischwanzen. Ist nicht zu holen. Ja, ja, ist gut. Die anderen Goldklümpchen müsste ich nochmal... Ah, hier ist auch eine Sackgasse. Müsste ich dann auch nochmal... Hallo? Jetzt hat Le... Na. So. Einen Goldklumpen werde ich nämlich jetzt hier hacken. Yep, genau, richtig. So, wo waren wir denn noch nicht? Wir müssen noch weiter runter. Also werde ich die hier mal auf dem Weg wieder auch alles hacken und dann melde ich mich, wenn es wieder was Spannenderes gibt. Spannung steigt. Was ist hier um die Ecke? Was ist hier um die Ecke? Oh. Was ist hier? Was ist hier? Was? Steinwächter. Hier liegt ein kaputter Steinwächter. Mit einer alten Münze. Noch ein Steinwächter kaputt. Wir hatten die alle kaputt gemacht. Überlegen. Wir wissen es. Moment mal, goldener Ring. War da noch was? Sicher. Ach ja. Hört ihr das Rauschen? Oder das Meer? Meeresrauschen. Oh, Kohle. Laborwasserflasche. Also, Steinwächterchen. Also, das kennen wir ja alles schon aus anderen Modifikationen, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Originalspiel. Oder? Ich habe es bisher nie gespielt, Leute. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mal bei Nacht des Ramia Kenda gesehen. Also so weit habe ich nicht gespielt. Das nur mal so als Nebeninfo. Falls es wieder heißt, der tut nur so. Angst. Also was das betrifft, tue ich nicht so. Ich weiß es echt nicht. Ich will auch nicht alles kommentieren. Dazu, okay, hier gibt es nichts. Dann geht's wieder raus. Ja. Und zwar da, wo die... Ja, da komme ich ja auch nicht weiter. Und zwar, wo die anderen... Ja, auf der Seite. Hier, wo die sind. Da werde ich dann mal weiterhacken und weitermachen. Ja, dann geht's hier noch ein bisschen runter. Gucken wir mal. Versteckt sich was hier? Hallo? Sorry, das ist irgendwie... Ich will hier auf den Kasten klettern. Nee, da versteckt sich nichts. Da ist ein Tisch. Bisschen Wurst, Milch, ein Kessel. Ach, ich glaube, hier geht es auch nicht mehr so weiter. Ja, dann hätten wir das eigentlich jetzt für diesen Raum hier. Raum ist gut. Und Eintopf, Wasser. Eintopf, Wasser bitte sehr. Oh, und wieder ein Lederbeutelchen. Datsch. Mal speichere ich mal ab. Ja, so wie es aussieht, haben wir hier alles rausgeschürft, gelootet. Und dann geht's auch raus hier. Jawohl, wieder raus an die frische Luft. Wir haben ja ziemlich viel geschürft. Hier haben wir eigentlich alles durch, so wie ich das sehe. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder zurück. Und zwar zu den Piraten, zum Canyon. Zu den Praten, zum Tal. Wo sind sie denn? Zum Sumpf. Da sollte ich wieder hin, ne? Ja, ich gehe doch zum Sumpf. Weil wir sollten ja noch jemanden finden, der tot ist. Und zwar Lou. Bloß weiß ich jetzt nicht. Hier habe ich nämlich noch gar nicht alles abgegrast, abgesucht. Gucken wir mal. Jetzt muss ich mal wieder mich orientieren. War auf der linken Seite noch nicht. Also oben, links, innerhalb des Sumpfes. Okay. Oh, feldknöterig. Das fällt mir nur so nebenbei ein, auf, ab. Naja, hier war das Feuerchen. Da
Das war die erste Geschichte. Ich habe ja hier die Orks entdeckt gehabt und habe die einfach mal malträtiert. Bin dann rüber zum Banditenlager hin und war hier eigentlich noch gar nicht in der Richtung, wenn das jetzt hier die richtige Richtung ist. Also genau richtig, immer geradeaus. Und wenn ich besondere Vorkommnisse hier im Sumpf feststellen sollte, dann melde ich mich wieder. Ja, und das hat auch gar nicht so lange gedauert, weil nämlich hier schon wieder Sumpfhaie stecken. Und zwar nicht ganz unwesentlich wenige. Und ja, weiß, dass ich die nicht so schnell killen kann mit meinem Säbelchen hier, mit meiner Katana. Deswegen werde ich das auch ja mal verkürzen, den Kampf, ne? So, das war Nummer 1. Dann geht's auf den nächsten. Was haben wir hier? Eine Weidenbeere. Dann locken wir mal den nächsten raus nach dem gleichen Prinzip. 2. Da war der Hai. Na, jetzt hat er. Auch du bist kaputt, Nick. Und was habe ich hier gesehen? Hier haben wir nämlich noch eine Sumpfratte gekillt gehabt, denn hier ist wieder ein Schatz. Ein Schatz zu graben, aber den jetzt zu graben wäre jetzt doof, weil den ich hier fertig machen muss. Mein Gott, lass mich doch mal hier in Ruhe graben. Okay. Dann gucken wir, ah, da ist noch einer. Okay, der ist noch weit genug weg. Dann gucken wir mal, was wir hier zu hacken haben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Verwandlungsschattenläufer. Leichte Wunden heilen und eine Feuernessel, die aber vorher schon stand. Dann speichern wir mal. Und auch den werden wir mal schön natzen. Einige habe ich hier schon erledigen können, aber gucke ich nochmal hier mal rum, weil ich muss ja auch hier mal ein bisschen das Gebiet scouten, wo ich meine vorher noch nicht gewesen zu sein. Jetzt müssen wir hier durchs Wasser warten. Manometer, lieber Heinz. Mach's mal schneller, weil die ganze Zeit konnte ich durch den Sumpf rennen und jetzt hier nicht. Warum sollte hier auch was sein? Ja, es können ja hier Lu liegen, ne? Aber der liegt ja hier nicht. Los, komm raus hier. Ah, es wird wieder ein bisschen seichter, das Wasser. Also weiter, 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 Mann. Oh, jetzt hat Le. So. Gut, weil hier konnten wir richtig schön durch. Ach, und da ist wieder noch was. Oh, ich bin hier noch nicht fertig. Dann mache ich das jetzt fertig. Das ist ja alle so voller Sumpfhaie gewesen, beziehungsweise hier ist noch einer. Da kann ja nur Lu irgendwo hier rumliegen, wenn er denn noch rumliegen sollte. Ah ja, Sumpfratte, Sumpfhai. Ja, okay, dann machen wir den Sumpfhai auch noch fertig, ne? Also hier mit Dauergemetzel. Jo, der ist jetzt auch futsch. Gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Aha, ich bin denn hier rechts rumgegangen. Hä, wieso rechts rum? Aha, dahinter, dahinter, dahinter. Gibt es noch eine Stelle, die vielversprechend aussieht? Und zwar hat sie auch jemand hier ein Lager aufgeschlagen. Ist es derjenige, den ich denke, dass er ist oder dass es die Stelle ist? Oder ist das hier nur so eine Art Zwischenlager? Man weiß es nicht. Muss mal auf die Zeit achten. Das geht noch. Da ist noch eine Höhle auch. Mann, oh Mann. Moment. Gehen wir wieder zur Mitte, so wie ich... Nee, jetzt gehen wir da rum. Da waren wir aber schon. Da waren wir schon. Okay. Aber hier gibt es nochmal wieder ein paar Sachen zu eliminieren. Da melde ich mich wieder. So, dann machen wir noch hier die Wespen weg. Oh, wieso gehst du nicht weg? Oh, und überschüttet mich noch mit Gift. Manometer. Gleich ein Umbaum, das geht gar nicht. Gucken, welche ist näher. Da treffe ich vielleicht mal was aus der Entfernung, das wäre so toll. Ja, also, nö, auch nicht. Ja, die letzte nochmal hier.
Hoffentlich kriege ich die mal hier. Die erste habe ich ja, die habe ich ja einfach mit einem Schuss erledigen können aus der Entfernung. Hier die auch. So, gucken wir mal. Es ist ja wieder dunkel geworden. Ich befinde mich. Jetzt befinde ich mich wieder da. Am Eingang von dem, da wo ich die Orkis, ne, wo ich die Ork-Begegnung habe. Diese Hardcore-Orks. Dann, das war hier nur so ein Zwischenabteil. Wo ich ja mal so einen Ausriss hatte. Deswegen gehe ich das ganze Stück hier mal wieder zurück. Und, was? Sumpfkrauten? Ja, und zwar war hier eine Höhle. Und was haben wir hier in der Höhle? Ich glaub's ja nicht. Das sind garantiert, ja, Stammeskrieger. Auch Stammeskrieger. Das sind ganz viele sogar. Ja, ich habe noch einen Spruch. Großer Feuersturm. Und ich würde mal sagen, den laden wir mal so richtig auf, damit hier ein bisschen Licht in die Geschichte reinkommt. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann machen wir das so. Da werden wir ein bisschen reingehen, aber nicht zu nah rein. Und laden unseren richtig großen Feuersturm ein bisschen auf. Rechts unten geht ja das Mana zurück. Ja, das dürfte klappen. Und komm. Hoffentlich bringt das ein bisschen was. Okay, das hat was gebracht. Und wer kommt noch an? Nur noch einer. Okay, den gilt es natürlich noch ein bisschen mit Taktik. Bisschen, genau. Auch das haben wir geschafft. Gleich speichern. Dann machen wir mal gleich eine Fackel an. Hallo? Achso. Okay. Habe ich dich eigentlich schon? Nicht zu holen. Ja, den hatte ich. Nur die Crush Agash hatte ich noch. Was ist denn hier in der Höhle drin? Ja, ja. Die Leiden des jungen Ringes hier. Gucken, gucken, gucken. Vielleicht liegt ja Lou hier drin. Dann kann ich die Folge beenden. Bett. Nein, liegt hier nicht. Sowas Blödes. Ist nur eine blöde Truhe hier. Dann wollen wir die Truhe mal öffnen. Ach, da habe ich schon meinen Zettel gezückt und sowas. Okay, dann eben nicht. Also ist hier Lou nicht. Nur ein paar Orkis. Was hängt denn hier? Stopp. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder rechts rum und gucken mal. Also eigentlich da, wo ich ursprünglich hin wollte. Und Svariko hier. Weil da gibt es nämlich noch eine Schatzstelle. Die kann ich mal auch eben kurz zeigen. Eine Schatzstelle und zwar fast direkt vor uns. Und das sieht dieser wahrscheinlich wieder. Dieser Ring, ne? Dieser Ring wird kein leichter sein. Sorry, das soll jetzt kein Statement von mir sein, um Himmels Gottes Willen. Hier gibt es aber ja, so ein Krauten. Da ist noch ein. Ach, ich dachte mal, Feldknödel. Was ist das jetzt gewesen? Eine Sumpfgasdrohne, die mal wieder nicht sichtbar war. Okay, was ist das hier für ein... Ah, immer so nachts, ne? Immer so nachts. Ja, liebe Leute, bevor ich jetzt hier doch noch weiter auf der Suche nach dem Herrn Lou bin, werde ich diese Folge mal schließen und hier noch ein bisschen die Sachen einladen und bedanke mich, dass ihr hier zugeschaut habt, gebt mir ein Abo, schreibt einen Kommentar und ach ja, Alain, den vermisse ich auch ein bisschen in meinen Kommentaren. Vielleicht schreiben wir uns mal wieder. Schöne Grüße. Tschüss.